Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietsmeet TV. Heute hallo. Mit allen aus dem Team. Hallo. Und das sind wir. Das sind wir. Hallo. Wir schauen uns an Aufstieg und Fall der Let's Plays mit Yodarum. Hingefallen. Gaming von gestern? Warte mal. Gaming von gestern? Gaming von gestern kennen wir aber. Ja, das war ein Format, was ich mal gemacht habe. Hat er das geklaut? Ja, schade, Peter. Aber du hattest 11 Jahre oder so immer, oder? Nicht 10. Auch, ja, oder? Ja, ja, ja. Das ist eine verdammt gute Frage. Egal, es geht auf jeden Fall um diese ominösen Let's Plays. Weiß nicht, ob 2 Monate ist die magische Marke. Sie zählen wohl zu den erfolgreichsten Genres im Bereich der YouTube-Formate. Dabei sind sie so simpel, wie sie klingen. Let's Player nehmen sich selbst beim Spielen auf und kommentieren das Spiel. Was ist das denn? Aber warum wurde das Format so erfolgreich? Oh. Und gibt es gerade Let's Plays? Abgeclaimed alles, danke. Umsatz an uns, bitte. Also ich weiß nicht, wer da aufgenommen hat, aber ich glaube, wir brauchen einen neuen Rechner. Das sieht mir eher so nach 30 Frames aus. Ja, was ist das überhaupt für ein Scheiß? Fraps, oder? Ja, damals, das hat 39 FPS gemacht. Sein, ja. Und die Menüleiste sieht ganz komisch aus. Und ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein Texture Pack. Ja. Könnte Christian gewesen sein, oder? Weiteren Fragen. Ich kenne den. Für die Leiste hatte ich das nicht. In der Hand. Ich kenne den. Der war nominiert beim Nachwuchspreis. Der ist von voll wat? Cool. Für den habe ich abgestimmt. Wer jetzt? Ja, nice. Bram, Hardy oder Chris? Nee, was nee, für ein Nachwuchspreis? Darum. Der den Kanal gemacht. Ich wollte mich gerade sagen, die Stimme kenne ich doch woher. Oscar. Ja, keep your cooler secret. Typ, sollte der machen. Nein, hast du was? Ich hab's doch gesagt, Oscar. Welcher Nachwuchspreis? Oscar. Ach, jetzt nix. Der Julius. Aber das ist der auch Julius. Nur mit You darum, möchte ich mal ganz kurz sagen. Ne? Der ist nicht sein Kanal, sondern der ist dazu Gast. Warte mal, aber wenn ich auf den Kanal von dem gehe, dann sehe ich den ziemlich häufig auf dem Thumbnail. Also, der Dude, der den Kanal hier macht, den kenne ich. Achso, du meinst also nicht Yodarum, sondern den Dude, der den Kanal macht. Ich dachte, weil im Titel Yodarum steht, wäre das. Das verwirrt Sebastian Lenzen, was du hier gerade. Ich finde das verwirrend. Gaming von gestern, da solltet ihr reingucken. Ja, das ist der Kanal. Mensch, ey, jetzt macht mich doch nicht. Ja, er meint ja auch nicht Yodarum. Darum kenne ich doch. Yodarum, Larum, Löffelstiel. Ach, Mann, ey. Weißt du, dann wollte ich mal hier. Ein bisschen den Nachwuchs fördern und dann sowas. Ja. Gehen wir im heutigen Video nach. Mit dabei ist heute der Let's Player Yodarum. Ach so. Aha. Das ist alles, lange Haare. Ist alles jetzt schon schrecklich. Das Genre der Let's Plays lebt fast schon so lange wie YouTube selbst. Erste Aufzeichnungen unter dem Namen Let's Play wurden in diversen Gaming-Foren bereits 2006 gefunden. Und der YouTuber Christian zählt. Was ist los, Christian? Ich weiß nicht, ich habe mir nur eingebildet, das stimmt wahrscheinlich nicht, aber irgendwie bei den Forennamen hieß irgendwer was mit Kiffen oder so. Alles klar. Mit seinem Animal Crossing Projekt 2003 bis heute zu den Pionieren im Bereich der Let's Player. Ja, das Format feierte einen riesen Anschwung an Beliebtheit und das natürlich auch in Deutschland. Während Gaming vorerst primär durch TV-Shows wie Giga Games. Oh, guck mal, Simon und Eddie. Ja. Alter. Simon und Eddie. Und Huro ist ein Gaming-Ding. Da ist ein Bild von Booty an der Wand. Nein, bei Kabel 1 waren die nie. Also Hugo war doch immer da, verarschen die Leute mit diesem Spiel, weil die Input-Delay haben. Die haben die nicht verarscht. Du hast einfach nur den Delay des Todes gehabt durchs Telefon an die Moderation. Der muss drücken und dann Alter, ist vorbei. Das funktioniert und der hat sich auch schon mal verdrückt. Das ist auch schon mal passiert. Eigentlich nein. Das ist eins der ersten hier Twitch-Plays so gesehen, oder? Ja, quasi. Ja. Das hatten die doch immer bei diesem Superball auch gehabt bei Sat.1. Sat.1. Oh, schade, da bin ich in die falsche Richtung gegangen. Ja. Naja. Und dann durften die nicht nochmal. Das fand ich immer so skandalös. So ungerecht. Später Game One repräsentiert wurde, konnte man durch Let's Plays nun viel näher auf die Gamer und deren Spielsessions blicken. Und das kam gute richtig Szene. Gut war notwendig. An. Der Boom der Let's Plays war die Geburtsstunde für viele noch heute das sehr Gesichter heute. Der Plattform. Alter, Palle hat COD gespielt. Ach, das war Palle. Palle hat immer die ganzen Palle. Killerspiele Palle. Gespielt. Palle sah vor allen Dingen, der sieht heute immer noch genauso aus. Ja, der altert nicht. Der ist seine Echse. Das ist ein Ex-Mensch auf jeden Fall. Die Ex-Mensch. Ich würde einiges erklären. Für viele noch heute. Da geht's los mit Minecraft. Was ist das denn? Hi, Leute. Minecraft. Gott, das war Andi, oder? Moin, moin, meine Call of Duty-Freunde. Hallihallo und herzlich willkommen zum ersten Let's Play. Was klappt denn, Alter? Das ist altes Logo oben rechts.
Ja. Den Grund für das Schauen von Let's Plays musste jede Person natürlich für sich selbst suchen. Einige nutzten sie als eine Art Tutorial und suchten Hilfe beim eigenen Spielfortschritt. Andere nutzten sie als Review-Format, um sich anzuschauen, ob Spiel X etwas für sie ist. Und wiederum andere schauten Let's Plays rein zur Unterhaltung. Ich habe Let's Plays früher als reines Unterhaltungsmedium wahrgenommen. Ich hatte dadurch die gute Bandy, der da auf den Klamotten hat. Ja, das ist doch auch der, der jetzt Gaming von gestern macht, oder? Ja, ich glaube auch. Ist das der von dem Jugendpreis? Nachwuchspreis? Nachwuchspreis. Was? Julius Award. Ah. Selber nicht leisten konnte oder ich selber nicht spielen wollte. Beispielsweise war ich ein Riesenfan von Horrorspielen. Ich habe es geliebt, anderen dabei zuzusehen, wie sie alle möglichen Horrorspiele gespielt haben und konnte mich da aus sicherer Entfernung heraus einfach ein bisschen mitgruseln. Mit der Zeit sind die Gesichter hinter den Spielerinnen und Spielern immer wichtiger geworden. Dem Gameplay wurden Facecams hinzugefügt und auch Themen abseits der eigentlichen Spiele wurden zum Fokus der Videos. So waren nicht mehr ausschließlich die Spiele die Hauptakteure, sondern vielmehr Spielerinnen und Spieler. Durch die große Beliebtheit des Formates wollte damals wirklich jeder Gaming-Fan Let's Player werden. Auch ich. Meine YouTube-Historie startete bereits 2012 und zwar mit diesem ikonischen Video. Bitte Max Payne. Achso. Smash Mickey. Schön Emulator direkt. Hallo und herzlich willkommen Leute bei meinem ersten Let's Play vom King Salo RP. Mein erstes Projekt wird sein... Super Smash Bros. Ich hab nicht mal oben den Rand abgeschnitten. Ja, komm, wir dürfen hier nicht mit unserer Qualität hier. Alter, Magic Summer ist richtig reingeguckt, ja? Ja. Und wenn die Datei wieder 50 GB groß war und deine Festplatte einfach voll ist. Magic. Ja, ich stelle mich jetzt erstmal ein bisschen vor. Das war Smash Bros. Ich bin jetzt seit, ich glaube, knapp 2 Monaten auf YouTube und fange jetzt erst mit dem Let's Playen an. Das lag an den ganzen Kanalvorbereitungen und sowas. Es gab keine 2 Monate lang vorbereitet. Ich glaube, ich habe ursprünglich mit Let's Plays angefangen, vor mittlerweile 5 Jahren, um mein Mitteilungsbedürfnis mit meiner Liebe zu Videospielen zu vereinen. Mittlerweile binde ich noch deutlich mehr Leidenschaften in die Videos ein, wie beispielsweise das kreative Ausleben mit Hilfe von meinem Schnittprogramm. Zudem fand ich es schon immer irgendwie erstrebenswert, eine gleichgesinnte Community um einen rum zu formen, mit dem man einfach seine Werke teilen kann. Für mich persönlich hat das gut. Also ich finde sein Commentary dazu gerade richtig gut in dem Beitrag, ja. Was mich aber wahnsinnig macht, ist, dass er die ganze Zeit zwangsläufig die Handy im Bild hält. Ja, er hat so ein Ding besucht hier, so einen Kurs. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Und jetzt kann ich da bestimmt nicht sehen. Oh, Scheiße, das geht nicht mal aufgefallen. Oh, Mann. Doch, das ist mir auch direkt aufgefallen. Wer ist das denn? Ja. Lordschaft. Und Peter, mach weiter. Ah, ich würde unsere Community auch gerne Gefolgschaft nennen, finde ich gut. Naja, du hast doch deine Chris-Ultras. Ja, ist doch eine Gefolgschaft. Dann nenn die doch Gefolgschaft, okay. Stellenwert und ich glaube, da lügen sich auch viele in der Tasche, wenn sie Videos hochladen und gar nicht darauf aus sind, Resonanz zu bekommen. Guck ich wenn keiner darauf hier aus ist, Resonanz zu bekommen. Ich hab den Check- und Teilen-Post überhaupt nicht schlimm. Wie ich finde das null schlimm. Ist doch voll okay. Das ist doch voll okay, aber das hat diesen richtig typischen, du hast mal so einen Kurs besucht, um zu frei zu sprechen und exakt auf der Höhe werden die Hände gehalten, obwohl man die nie auf dieser Höhe die ganze Zeit halten würde. Vielleicht steht der auch einfach in seinem Video. Und dann sieht er so, als hängt er die Hände nicht die ganze Zeit auf dieser Höhe halten. Ja, aber dann lässt du dir ja wie so einen Sack da hängen, das sieht doch scheiße aus. Was man denkt, PeteSmiet redet über Let's Plays. Das ist unser, da können wir was zu sagen. Ach, nein, Quatsch, wir reden über Hände. Ja, ist wichtiger. Ich versuch das jetzt auch. Ich fand aber tatsächlich immer die Argumentation von Leuten, nee, Let's Plays mache ich nicht für die Leute da draußen, sondern für mich habe ich nie verstanden, weil dann muss man kein Video hochladen, wenn man das für sich macht. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ja, hat Peter recht. Außer man ist in Therapie. Seine Werke zu viel in der Tasche, wenn sie Videos hochladen und gar nicht darauf aus sind, Resonanz zu bekommen. Wenn keiner da weißt du, was mich jetzt schicken soll. Ach komm! Dass der Attack on Titan Poster kommt. Nein! Dass der da links oben die Dinger von hier unserem Metallschildpartner quasi hängen hat. Oh, und von da die da nicht hängen hat. Drüber. Jo, stimmt, die sind ausgetauscht. Das sind aber nicht die. Genau, das sind nicht die Magneten, die sind da noch nicht dran. Ah, okay. Das sind nur die Klebefolien. Die Magneten kommen dann, ist so halb fertig, so als wenn er gerade damit angefangen hat. Ach, die Scheiße, ich muss ja noch dieses Video aufnehmen. Sorry. Darauf aus ist, Resonanz für seine Werke zu bekommen. Warum lädt man es dann hoch? Warum spielt man es dann nicht privat? Dass dich nicht triggert, dass die Schilder im Hintergrund schief hängen. Ja. Im Display. Ich habe komplett vergessen, dass Erik bei Jan Böhmermann mal, what the fuck. Ja, und? Aber wer war bei Stefan Raab? Wer ist der Coolere? Ja.
Also, also ehrlicherweise war Erik auch Mächte von Raab. Ach, verdammt. Das stimmt nicht. Das habe ich vergessen. Ende war lange nicht zu sehen. Es folgten diverse TV-Auftritte. Aber er war ja auch bei Dunja Halali. Ja, ja, die ist auch cool. Ja. Dann habe ich auch wieder vergessen, dass Peter da war. Ich dachte, werde ich nicht vergessen. Die wollte Antwort machen. Ich habe da gerade schön einen tiefen Zug aus der Tasse genommen. Aber gut. Und eine eigene Let's Play-Kategorie bei der goldenen Kamera. Es ging sogar so weit, dass mein Video einige. Moment, da bin ich jetzt auch gerade ein bisschen überfragt. Der goldene Kamera gibt es ja, die soll halt einmal hip sein. Also gab es wahrscheinlich. Der hat einmal das, glaube ich, gemacht. Die gibt es da 100 Pro nicht mehr. Doch, ich glaube, die gibt es noch, aber diese Kategorie. Die gibt mittlerweile bei der goldenen Kamera ein Digital Award. Na, ich weiß es auch nicht. Das ist verwirrend. Ich guck noch. Ne, es gab es 2019. Nintendo hat mal gewonnen, 2019. Genau. Und danach haben sie es nie gesehen. Wieder gemacht. Tja, Alter, Nintendo, was hast du da gemacht? Das ist ja legendär, der die einzige goldene Kamera, die wir bekommen konnten. Ist das der von dem Jugendpreis? 100% aller Preise ging halt Nintendo. Wenn ich das richtig sehe, gibt es doch die goldene Kamera. Also den letzten Eintrag, den ich finde, 2020. Also hat Yodarum die goldene Kamera gewonnen. YouTuber im Nachwuchs wie Gronk, Sarraza oder Pietsmeet unter Vertrag genommen hat, um gemeinsam mit ihnen TV-ähnliche Spielshows zu produzieren. Let's Play Together und Pietsmeets Hard Reset. Zwei echt coole Shows, die ich damals wirklich gerne geschaut habe. Der gern Erfolg geschehen. Eines Let's Plays steht und fällt mit dem Hast du doch nur für dich gemacht, Peter. Spiel. Wer damals sicher gehen wollte, dass sein Kanal gut läuft, durfte ein Spiel nicht ungespielt lassen. Skyrim. COD. Wirklich. Das ist Minecraft. Das ist komisch. Das ist ja ein Banger. Minecraft, das wohl erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Ohne die zigtausenden Let's Plays würde es Minecraft heute sicher nicht in der Form geben, wie wir es heute kennen. Und ohne Minecraft wären heute viele Let's Player nicht da, wo sie heute sind. Eine direkte Wechselwirkung also. Es war ein gigantischer Hype. YouTuber haben sich zusammengetan und Riesen-Events gestartet, große Projekte und Schlachten ausgeführt. Minecraft ist heute faszinierend, dass egal wie Microsoft und auch davor Notch geschafft haben, eine Welt zu erschaffen, die immer mehr Content liefert, aber nie die Leute, die nur bauen wollten, auch im Survival-Modus, so hart gefickt hat, dass du halt nicht mehr konntest. Ja. Ja, auch allgemein nie die Community hardcore abgefuckt hat. Das schafft eigentlich kein Game über so eine lange Zeit. Das Einzige, was die Leute, glaube ich, nervt, ist, wie lange die brauchen für Updates. Ja, aber vielleicht brauchen die so lange für Updates, damit das auch alles weiterhin balanced ist. Ja, und aber das neue Kampfsystem, das hat einen Riss durch die Community gezogen, wenn ich mich recht entsinne. Das stimmt. Ja, aber meinst du, die haben ja alleine schon 5 Jahre gebraucht für das Cobblestone Deep Rock. Aber ich finde, seitdem die das gekauft haben, gibt es auf jeden Fall deutlich mehr Updates, als vorher noch, wo der das quasi alleine gemacht hat. Boah. Ja, da waren die ja auch so 10. Ja, genau, der hat ja alleine angefangen, aber relativ schnell waren die ja mit echt vielen. Und dann ist er crazy geworden, nachdem er dann Microsoft verkauft hat. Ja, okay, ja, mit einer Milliarde würde ich auch crazy werden. Ich würde am Boden bleiben. Peter wird nämlich die Sterne können sich kommen lassen. Lügenstimme. Wahnsinnig tolle Bauwerke errichtet. Minecraft hat das erreicht, von dem andere Spiele nur so träumen. Es hat den wohl größten Hype rund um ein einziges Spiel seiner Zeit ausgelöst. Die Let's Player der Minecraft-Szene wurden über Nacht zu Stars. Ja, Jonathan, was ist das denn? Also stand da 12 plus 12. Also erstmal steht da nirgendwo TV Total, das könnte jetzt auch gerade der Jugendpreis sein, der da gerade verliehen wird. Das ist richtig, ja. Da siehst du nämlich die goldene Kamera, goldenen Fernseher da links. Die goldene Kamera, habe ich nachgeguckt, gibt es seit 2020 nicht mehr. Oh, Corona nicht überlegt. Und die wird irgendwie zuletzt gemacht. Und das ist auf gar keinen Fall der Raab des Monats da links. Nein. In der Öffentlichkeit belagert und viele letztendlich auch Millionäre. Der Erfolg der Let's Plays. Das zeigt man auf jeden Fall mal zurecht, Unge. Ja, ja, also viele sind Millionär geworden. Zack, Unge. Er hat sich einfach die ganze Insel gekauft. Je hätte er träumen können. Also Let's Plays waren früher, ganz, ganz früher, so 2008 bis 2014 rum, einfach nur Start-Stopp-Aufnahmen. Ich denke, einfach aufgrund der unglaublich niedrigen Einstiegsschwelle war YouTube schnell überfüllt von Tausenden, wenn nicht sogar Millionen. Wenn seine Haare links blond werden und rechts braun. Das ist die Sonne. Das ist die Sonne.
Ich weiß, ob ich was gesagt habe. Er hat die gefärbt. Das ist Ombre, heißt er, Bram. Das Problem ist, 2008 kann es fast schon sein, war es zu früh und 2014 dann zu spät. Ja, das kann wirklich gut sein, weil viele, die vor uns angefangen haben, jetzt abgesehen von Erik, sind dann auch irgendwann nicht mehr am Start gewesen. Das haben wir so podcastmäßig auch mal das Problem gehabt. Ja. Moment, aber Iblali aka Alligator ist noch immer da. Iblali hat aufgehört und macht jetzt ein Halbjahrespause. Wir reden ja, wie er selber sagte, von Tausenden bzw. Millionen. Also vielleicht nicht Millionen 2008, 2009, aber das werden schon ein paar gewesen sein. Ja. Aber Iblali vor uns, oder was? Ich glaube schon. Aber der hat doch eher ein News-Format und so gemacht, oder nicht? Unter Alligator hat er Let's Plays gemacht, dann hat er unter Iblali diese Clips gemacht, dann hat er dann Vic angefangen zu streamen und jetzt gerade macht er, glaube ich, Pause. Ja. Das ist relativ viele Namensänderungen auf jeden Fall. Na gut, in 16 Jahren oder so. Ne? Alter, der hat den Kanal 2006 erstellt. Holy shit. Sollen wir auch mal irgendwie vom FBI gesucht oder so was? Dass er seinen Namen verschleiern muss. Erstellt, aber ja, guck mal, da ist ja auch 3 Jahre nichts passiert. Nee, das ist auch mehr, 5. Oder der bewirbt sich halt immer bei der goldenen Kamera für Jugendpreis des Jahres und will halt einen anderen Namen nehmen. Oder beim Julius Award. Damit der immer Nachwuchs ist. Verstehe ich. Okay, es ist nicht ganz so schnell für mich herauszufinden, wann er sein erstes Let's Play hochgeladen hat. Hat sehr gut funktioniert, die Verschleierungstaktik. Ja. Was ist mit Nilam passiert? Ja, möglich. Sein erstes Video wurde sogar 17. Juni 2006 hochgeladen. Aber ich weiß nicht, ob das ein Let's Play war. Das ist das Problem. Naja. Frage nach solchen Gaming-Videos natürlich nach wie vor hoch ist, musste man rausstechen irgendwie durch Persönlichkeit oder durch Videoschnitt oder ähnliche Aspekte, die einen oder einfach von anderen abheben. Skill. Let's Plays wurden so im Laufe der Jahre einfach deutlich zentrierter um die Person herum, die es spielt, alles. Anstatt das Spiel selber in den Vordergrund. Glaubt ihr, Jodarum war früher mal so ein richtig gehässiger? Warum? Darum hieß doch Nilam, oder? Ja, aber soll der hässlicher gewesen sein? Nicht ein hässlicher, ein gehässiger. Ich komme mal jetzt auf, dass der nicht. Gehässig ja, aber der Jodarum heißt. Also so nach dem Motto, warum hast du das gemacht? Ja, darum. Das ist ein Besserwisser, ein Klugscheißer. Ja. Okay. Aber ich wollte Yoda, irgendwas sagen, könnte, das habe ich jetzt auch wieder vergessen. Könnte genauso gut Yoda sein, der gerne rumtrinkt. Jodarum, Alter! Das ist eine Marke. Christian, ich glaube, deins ist richtig. Siehst du. Ich glaube, das, was uns rausgestellt hat, war der Freundesgruppe. Die Freundesgruppe. Ach, so, Freundesgruppe, das jetzt ein Kommentar zu Jo darum? Zu dem, worum es in dem Video ging. Zu dem, wo 2 Minuten. Habe ich schon wieder vergessen. Viele haben einfach angefangen, die Videos zusammenzuschneiden, ein paar Effekte einzubauen, kleinere, größere Edits. Hey, die Effekte waren mega bei uns am Anfang. Dem Video etwas mehr Pep verliehen und so ist das Ganze einfach zeitgerechter geblieben. Natürlich gibt es auch heutzutage noch haufenweise dieser ganz klassischen Start-Stopp-Aufnahmen, aber ich glaube, ich kenne zumindest keinen, der dadurch in letzter Zeit erfolgreich geworden ist. Das sinkende Interesse machte sich auch schnell bei den Let's Playern bemerkbar. Im Laufe der Zeit veränderten sich die Sehgewohnheiten der Zuschauenden, sodass auch YouTube sich veränderte. Wo zu Beginn Aufrufe und Abonnenten der Indikator für ein gut performendes Video waren, wurde die Priorität später immer mehr auf die Watchtime eines Videos gelegt. Sprich, je länger die Zuschauenden bei einem Video bleiben, desto stärker das Video, so in der Theorie. Das führte wiederum dazu, dass die ursprünglichen Let's Plays, welche gerne 30 bis 60 Minuten liefen, nicht mehr so gut angenommen wurden wie zuvor. Viele Creator reagierten und tauschten Quantität gegen Qualität. Mehr Schnittarbeit, tollere Effekte, spannendere Geschichten und komprimiertere Videoinhalte sollten nun das Genre definieren. Aber bedeutet ein neues Konzept auch gleich das Ende des Genres? Ich finde das gerade ein bisschen verwirrend von der Argumentation her. Wenn Watchtime das Relevante wurde, machen lange Videos ja viel mehr Sinn als kurze Videos. Nee, also nee, Watchtime prozentual, wenn sie langweilig dann, sind, dann kommt es darauf an, ob es absolut oder prozentual ist. Weil absolut ist immer das Wichtigste. Auf jeden Fall. Aber auch dann ja, nicht. Genau, dann machen längere Videos Sinn. Weil wenn du dann 2-Stunden-Video machst und das wird trotzdem nur 30 Sekunden geguckt, ist das scheißegal, wie lang das ist. Richtig, du musst es ja spannend halten, die 60 Minuten. Und das kannst du halt nicht. Du könntest auch die gleiche Watchtime auch chabbern über 30 Videos, 10 Minuten verteilt. Ey, das habe ich zuletzt in den Menschen gehört. Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, wo er gerade herkam. Genau, aber das ist ja viel aufwendiger. Kannst du ja besser eine Runde Monopoly spielen. Ja, okay. Aber die gehen um die Watchtime-Argumentation. Also ich finde, das ist aber nicht ein Argument dafür, wenn die Videos vorher gut geklickt wurden. Er meinte ja, es geht von Aufrufen zu Watchtime. Wenn die Videos gut geklickt wurden, dann gibt es ja keinen Sinn, dann kürzere Videos zu machen. Also das kann nicht die Argumentation sein.
Da gebe ich dir recht. Nee, das ist richtig. So, der Algorithmus hat sich den Jugendpreis wieder entziehen. Ich glaube eher, dass sich das Zuschauerverhalten geändert hat und neue Sachen wie Livestreams eine größere Konkurrenz waren und einfach das Prinzip, ich spiele ein Spiel durch, viel besser dargestellt haben als VODs. Nee, aber YouTube hat doch komplett seinen Algorithmus geändert und dadurch wurde doch die Watchtime viel wichtiger. Ja, aber das ist ja kein, aber das ist ja unabhängig davon, du könntest auch viel Watchtime haben, wenn die Leute Let's Plays gucken wollen würden, dann würde sich das ja weiterhin im großen Stil durchsetzen. Ah. Aber das ist auf Twitch ja einfach das bessere Format, weil du halt viel mehr Interaktionsmöglichkeiten hast bei einem Playthrough auf Twitch als halt im, als im VOD. Ja. Genau. Deswegen, ich finde, aus meiner Perspektive ist die, dass man sich mehr auf Watchtime konzentriert, nicht der Hauptgrund, warum Leute irgendwann keine Let's Plays mehr gucken wollen. So, das ist man muss andere Gründe geben, wie zum Beispiel Zuschauerverhalten oder ich gucke da lieber auf einer anderen Plattform. Mhm. Also ich würde sagen, das ursprünglich etablierte Format der Let's Plays ist tot. Diese reinen Start-Stopp-Aufnahmen, die wurden abgelöst von Livestreams, weil Livestreams bieten einfach genau das, was diese reinen Start-Stopp. Ja, Moment, also es ist auch nicht unbedingt immer nur dieses Start-Stopp-Prinzip, sondern vor allen Dingen auch, keine Ahnung, überleg dir mal ein Spiel, was du einfach mal 40 Stunden spielst. Mhm. Und in Folge 48, wer halt die Folgen vorher nicht gesehen hat, guckt halt nicht plötzlich jemand rein. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Früher haben die Leute das aber so gemacht. Die haben dann alles geguckt. Ja, weil sie aber auch jugendlicher waren und Zeit hatten. Ja, und auch nicht zu wirklich vielen. Also überleg mal, wir haben teilweise Let's Plays, da hat die erste Folge 200.000 Aufrufe, so und Folge 20 irgendwie 5. Und das war immer so. Ja, aber und die letzte nicht, Folge, die hat auch mal Ich glaube nicht mal, dass das an der Zeit lag. Wenn du den damals auch schon gecuttete Videos gegeben hättest, hätten die dir auch lieber geguckt. Ja. Denke ich auch. Also die abgeschlossenen Sachen sind halt auch nicht gerade unwichtig, weil du ja nicht unbedingt 80 Videos nachgucken willst, sondern eine an sich abgeschlossene Nummer haben möchtest auch. Na, sonst ist das Commitment einfach zu insane. Und dafür ist das auch zu langweilig im Zweifel. Also ich stimme euch dazu, so YouTube am Anfang, klar, da haben sich erstmal so die Enthusiasten durchgesetzt, aber irgendwann wurde halt geilerer Shit geliefert und der hat halt mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Wenn genau, also wie Bram sagte, wenn da früher die Schnittleute gesagt hätten, okay, wir machen jetzt keine 48 Videos, sondern schneiden auf ein Video runter und machen das immer wieder, hätte sich das wahrscheinlich ein bisschen schneller gewandelt. Ja, hat sich aber halt einfach nicht gelohnt auch damals, weil die Werbeeinnahmen bei YouTube so unfassbar gering waren. Dass da jegliche Arbeit reinzustecken eigentlich Irrsinn ist. Gewesen. Hat sich natürlich alles gewandelt mit der Zeit. Ja. Namen hatten, nur mit dem Bonus der Live-Interaktion mit seinen Zuschauern. Aber Let's Plays sind einfach so viel mehr als reine Start-Stopp-Aufnahmen. Ich liebe es einfach, wie man die Möglichkeit hat, bei Let's Plays seinen ganz eigenen Charakter mit einzubringen, diesem Format des Let's Plays seinen ganz eigenen Stempel aufzudrücken. Die Nachfrage nach Let's Plays, in welcher Form auch immer, ist einfach nach wie vor unglaublich hoch. Und dank der Vielseitigkeit und Wandelbarkeit dieses Formates sind Let's Plays, denke ich, einigermaßen unsterblich. Wie es Yodarum bereits gesagt hat, Let's Plays sind in irgendeiner Form unsterblich. Auch wenn die klassischen Formen des Ursprungsformates nur noch selten auffindbar sind, können wir überall sein. Sind Let's Plays nach wie vor da. Sie haben sich stark weiterentwickelt und Heller von Sinn. Alter, wir waren wirklich mit drei Leuten da in einem karierten Hemd. Das gibt's doch nicht. Ja. Let's Player zu Beginn des Genres noch alleine hinter ihrem Mikrofon aufgenommen haben, ohne ihr Gesicht zu zeigen, finden sie heute meist vor einem Live-Publikum statt. Zudem wurden sie mit der Zeit immer lauter, interaktiver und finden zudem meist im Mehrspielermodus statt. Solo-Projekte, ungeschnittene und uneditierte Let's Plays findet man heutzutage wirklich selten. Das bedeutet also, Let's Plays sind noch da. Sie sind einfach nur anders. Ich denke, ich spreche nicht nur für mich, wenn ich sage, dass Let's Plays. Ja, dann. Ja, aber vor allen Dingen auf YouTube findest du die halt nicht nur. Also auch auf YouTube findest du die halt nicht so gut, weil YouTube das auch nicht mehr bevorzugt. Warum macht man seine Facecam in den ins Profil? Vielleicht habe ich mich bei irgendeinem von euch auch schon gefragt. Ich glaube, das war einfach so eine ging nicht anders. Tja. Plays einen großen Teil der damaligen Freizeitgestaltung ausgemacht. Du siehst doch null der Mimik. Wie gerne habe ich nach der Schule Let's Plays von Pete Smeet und Let's Play Markus geschaut. Sehr gut. Schöne Zeiten waren's und ich hoffe, ihr hattet gerade Selena! Mit dem Stachel auf Let's Play Markus ist das. Ja, glaube ich. Hat der auch einen Jugendpreis gewonnen? Ja, der hat sich nie beworben. Na, okay.
oder eine mindestens genauso schöne Zeit. Das war Silent Hills. Nee, das war natürlich auch mit meinem wundervollen Gast Yodarum. Den Link zu seinem Kanal findet ihr selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Gaming von gestern. Da schaut doch mal vorbei. Mal zurückzugucken. Ja. Das ist so für Leute, die auch noch nicht so viel davon gehört haben, ist das, glaube ich, echt cool. War sehr oberflächlich, aber ich glaube, das ist das Video hat mir trotzdem gut gefallen. Ja, mir auch. Vor allem, weil der so oft gesagt hat, dass er Peace Meet feiert, finde ich echt gut. Ja, das hat das Ganze auf jeden Fall aufgewertet. Das war das Beste. Nein, weil er einfach ein cooler Typ ist. Ich habe mir echt viel als Recherche von dem angeguckt. Und von wem hat er denn gewonnen? Das ist halt gestimmt. Ja, aber ich meine, du konntest da auch recherchiert. Hast du denn auch für den gestimmt? Hä? Ja, für den gestimmt hat er laut. Ich habe für den gestimmt auf jeden Fall. Also, der war mit bei den Leuten, die Punkte von mir bekommen haben. Ja, okay. Ich kann das mir mal angucken, was ich hier geschickt habe. Ja, und zwar durfte Sepp 10 Punkte verteilen und den einen bekommen. Ich kann nachgucken. Gaming von gestern hat 9 Punkte von mir bekommen von maximal 100 möglichen. Nee, warte mal, 9. Sag schon bitte. Oder? Er war richtig krass. 1.000. Von 10. Von 10, okay. Ja, würde ich jetzt auch einfach sagen. Ja, hätte ich jetzt auch einfach gesagt. Ich hätte auch gar nicht nachgeguckt. Ich habe mal gesagt, von 10. Ich gar nicht. Nee, ich hab das hier auf. Ja, super. Also, gerne mal bei dem Kanal vorbeischauen. Ist noch vergleichsweise im Kommen. Verlinkt in der Videobeschreibung. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.